Schönen guten Morgen hier am 21. Dezember zum letzten Gang für dieses Jahr. Nichts hat sich getan, wäre ja auch verwunderlich gewesen. Nach einigen Telefonaten, unter anderem auch mit der Firma Knappmann, ist zugesichert worden, dass einerseits das bis zum 31.12. gemacht werden sollte, da aber die Firma Knappmann am letzten Freitag ihren letzten Tag vor den Betriebsferien über die Jahre hatte, ist hier noch nicht angefangen worden. Wie wir hier sehen, sehen wir eigentlich keine Veränderung. Das war, nachdem ich mit dem Bauleiter gesprochen habe am Telefon, eine halbe Stunde. Das soll bis Ende Januar gemacht werden. Des Weiteren werden noch weitere Dinge angegangen. Im unteren Bereich hier soll eine Vorrichtung eingesetzt werden. Der Bauleiter meinte, zunächst einmal muss die abgegangene Dolomitschicht, die in der Drainage ist, die muss abgepumpt werden. Danach wird das gespült. Ich hoffe, dass das noch geht. Er war guter Dinge und zuversichtlich. Ich denke mal, die hatten sich das auch wohl angeschaut. Ansonsten ist hier wirklich alles beim Alten geblieben, bis auf die Rosen. Die sind jetzt abgeblüht. Ist auch der erste eiskalte Tag. Und deswegen kann ich mich auch hier unten hinbegeben, denn es ist zum ersten Mal, dass diese Dolomitfläche seit dem 30.06. hier steinhart ist. Also wer hätte es gedacht? Schauen wir uns das Ganze hier mal wieder an. Hier ist wieder nichts in der Richtung. Hier wächst das Gras, dort unten auch. Hier oben ist alles einwandfrei. Dann geht es hier runter und dann kommt hier dieser ominöse Knick hier runter und dann geht es da wieder hoch und da ist eben alles runtergespült, zugesetzt, wie ihr hier seht. Ein Streifen hier ist kaum noch sichtbar. Ich gehe mal da hoch. Der Kumpeltreff ist auch für die Überwinterung geschlossen. Ansonsten befindet sich hier natürlich kein Mensch und kein Tier und auch kein Omikron-Virus. Ich habe hier keinen gesichtet und schauen wir mal an hier. Das sind hier teilweise 1,5-2 Zentimeter, die hier aufgeschwemmt worden sind, die dann natürlich unten reingegangen sind in die Drainage. Mit dem Frost wird sich das wohl heute und morgen noch halten. Danach ist ja die Wetterprognose für Weihnachten 8 bis 10 Grad und Tauwetter. Hier wieder nochmal die Hauptunfallgefahr, was im Endeffekt die Stahlkanten betrifft. Schauen wir hier mal rüber. Wir sehen also, dass hier in erster Linie die ganze Drainage dicht ist. Von der Seite hier eigenartigerweise nicht. Da scheint das auf der von oben gesehenen rechten Seite ganz gut zu funktionieren. Warum auf der linken nicht? Hier, da fragen wir mal den Jesus, vielleicht hat der eine Antwort darauf. Schauen wir mal hier nochmal auf die Seite rüber. Ich war gerade vorhin an dem Hydranten an der Emil-Haumann-Straße, über den ja jetzt der Kumpeltreff sein Wasser bezieht. Da ist eine Notvorrichtung, das ist direkt draufgepropft. Ein neuer Hydrant liegt drin in der abgesperrten Baustelle. Der alte ist auf dem Hang dann dahin und halt oben rüber über den Hügel läuft dann dieses Flexrohr, schwarz mit einem blauen Streifen und einem Stromkabel daneben, um das Standrohr dann wohl im Winter zu beheizen. Ist ja jetzt nicht mehr notwendig, man kann ja jetzt hier abdrehen. So, schauen wir mal hier weiter. Begeben wir uns mal hier weiter in Richtung Bühne. Also hier wächst alles durch die ständige Feuchtigkeit an Gras. Auch hier haben wir keine Abgänge zu verzeichnen. Das müsste nun mal eventuell mal hier ein wenig gerade gemacht werden, denn wenn schon Hunde das aufwühlen können mit ihren Tatzen, dann ist das weit gekommen. So, auch hier nochmal darauf hinweisen auf die Blitzableiter. Ja, jeder Künstler, der auf der Bühne steht und dann darunter geht, der wird sich freuen. Auch auf der Seite dort
die Blitzableiter, alles in Ordnung hier, ne? Super gelegt, also ungefähr 3 cm hoch, auch hinten der Strompfeiler ist total wieder gut beschmiert. Ich gehe da jetzt mal rum. Das Feuchtbiotop ist natürlich jetzt eine kleine zugefrorene Seenplatte genommen. Ich spiele euch heute mal nicht das Büblein am Weiher. Oder vielleicht, wenn es mir gleich in den Kopf kommt, dann doch. Gehen wir hier durch. Schauen wir mal, hier wird wirklich alles reingeschmissen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann kommen wir mal hier an der Grenze, sage ich mal so, entlang mit diesen abgestuften Kantensteinen und hier mal einmal nach unten auf die Seenplatte, wunderschön jetzt zugefroren, und hier der ganze Schnitt liegt hier schön verteilt. Ich befinde mich gerade mal hier vielleicht mittig vom grauen Weg, und das wird alles hier reingepfeffert, was angemahnt worden sein soll. Keine Ahnung, ob die Leute das gemacht haben. Ich habe zig Leute kontaktiert, angerufen auf politischer Ebene, auf städtischer Ebene und. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Gesagt haben sie es, wir machen, wir tun. Tja, ja, dann machen wir mal und tun wir mal. Hat das da geregnet. Haben wir trotzdem Ausflug gemacht. So, hier sehen wir also, jetzt gehen wir mal hier in Richtung der großen Halde mit dem Schachzeichen von Schach 3 oben auf. Und auch hier seht ihr da unten auf diesen Holzlatten und Vierkanthölzern befindet sich schon das Moos. Ja. So Sumpfanzeigerpflanzen haben wir hier auch, nochmal in die Richtung, in der ganzen Pracht. So, ne? Wir sehen also hier in erster Linie eine gewisse Verwahrlosung auf Seiten des Besitzers oder Pächters dieses zweiten Parkplatzes. Das ist diese Druckerei da in der alten Maschinenhalle von Schacht 6. Eigentlich auch ein Witz, und naja. Wollen wir mal sehen, Industrieansiedlung laut Zechenhaus, eine super Seite, hat hier nur bedingt geklappt in diesem Areal der ehemaligen Großzeche Holland. Ich gehe da nachher nochmal im Text ein bisschen weiter drauf ein, den ich dann zu diesem Video schreiben werde. So, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Bei dem Wetter ist das natürlich herrlich, da mal nach oben zu gehen und wieder nach unten. Jetzt gehen wir hier faktisch einmal die Buhlbahn entlang. Die wird also, muss ich sagen, wirklich sehr gut angenommen von Leuten. Die kommen hier zum Buhlspielen, die bringen sich ihre eigene Verpflegung mit, und hier sitzen auch des Öfteren viele Leute und schauen zu. Ja, also eine gute Sache. Die machen das auch sauber und glatt. Ne? Und natürlich hier von den 100 kann man aber nicht verdenken. Kommen die Leute und lassen die Hunde dann hier laufen, was eigentlich auch hier verboten ist. So, die Müllbehälter, die zwei auf dem Platz und die zwei außerhalb des Platzes, werden jetzt regelmäßig werden die gewartet. Und wir haben da eine gewisse Art Einfluss genommen. So, noch einmal rauf. Und runter, glänzt also heute wunderschön. Dann gehen wir mal noch einmal auf die angebaute Treppe hinauf, immer weiter und enden nun mal hier mit der Salzscheibenbühne und dem Schild, das im Dunkeln beleuchtet wird. Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4 der ehemaligen Großzeche Holland. In Wattenscheid wünscht euch euer Klaus Windmüller.